Hallo, meine Lieben, das ist das Video zum Montag. Ich versuche täglich ein Video zu machen, würde mir eh nicht gelingen. Ho, würde mir eh nicht gelingen, aber man kann es ja mal versuchen. Und heute in diesem Video möchte ich kurz einen Kommentar beantworten. Der ist von Lunex und er hat geschrieben: Es ist doch alles ein Trauerspiel. Die Welt geht den Bach runter. Da fällt es doppelt so schwer, fröhlich zu sein und seine Depression auszublenden. Aber Hauptsache, du bist glücklich. Liebe Grüße. Lunex, ich hatte auch mal eine Zeit, ne? Da habe ich mich intensiv auch mit Kriegen beschäftigt, mit dem Elend der Welt. Vorrangig waren es Kriege. Und mein Tagesinhalt bestand darin, mich mit Themen des Krieges auseinanderzusetzen. Also ich habe den ganzen Tag den Krieg verfolgt und meiner Frau, da ging es eigentlich nur noch um das Thema Kriege, ja. Und mit meiner Frau habe ich dann nur über die Kriege gesprochen. Wenn dann etwas wieder bombardiert worden ist, dann habe ich meiner Frau gesagt, guck mal an, da sind wieder Kinder gestorben. Scheiße, und es war einfach traurig. Es war so ein mieses Gefühl, weil man das nur beobachten kann. Man kann da nicht eingreifen, man kann den Menschen ja nicht helfen. Und eines Tages hat meine Frau gesagt: Sebastian, du machst dich damit kaputt. Und da dachte ich erstmal, wie kann sie das sagen? Ja, das ist halt so schlimm, was da passiert. Aber dann habe ich mir danach eine Zeit so für mich genommen und habe überlegt, was mir das bringt. Was mir das bringt, die ganze Zeit in diese Panikschiene reinzugehen und dass ich mich die ganze Zeit mit diesen Kriegen beschäftige, was ich davon habe und was habe ich davon? Gar nichts mehr, ja. Und ja, du hast auch geschrieben, aber Hauptsache, du bist glücklich. Ich versuche glücklich zu sein, weil ich habe ja auch Kinder und wenn ich da nur von Kriegen erzählen würde oder dass die Welt den Bach runtergeht, ich meine, ich will ihnen keine Angst machen, ich möchte, dass sie glücklich sind und versuche ihnen einfach schöne Momente zu schaffen. Darum geht es mir. Natürlich, ich sage Ihnen auch, es gibt böse Menschen und alles, gar keine Frage. Also die sind sich dessen schon bewusst, aber es ist nicht der Alltag, ja, dass ich täglich sage, oh, guck mal, wie schlimm alles ist und so. Ich versuche denen da ja was, das gesund zu vermitteln. Ja, es bringt nichts, wenn man sich damit beschäftigt. Es bringt absolut nichts. Du sagst ja selber, da fällt dir schwer, fröhlich zu sein und seine Depression auszublenden. Dir ist ja schon selber bewusst, was das mit dir macht, ja. Und ich habe dann aufgehört, diese Medien zu konsumieren, einfach mich mit dem Krieg zu beschäftigen. Weil ich kann nichts dran ändern. Es wäre doch irgendwie erstrebenswert, wenn die Leute, die den Krieg machen, endlich mal aufwachen würden. Stell dir mal vor, ja, sie bombardieren normale Menschen, Zivilbevölkerung. Ja, dabei sterben Kinder. Das wissen diese Menschen, die Kriege machen, die diese Art von Waffen einsetzen, den Befehl geben. Ja, macht auch das. Es ist egal, wenn Kinder sterben. Und dass die noch in den Spiegel gucken können, da, aber das ist doch abartig. Also man kann sich in das Thema sehr reinsteigern und auch wirklich ja in Depressionen deswegen verfallen, ja. Und gerade die Medien, habe ich so den Eindruck, die machen das ja auch gerne so, ja. Die wollen ja auch. Es ist ja zum Beispiel, schau mal, zum Beispiel ist der Ukraine-Krieg ja sehr vorrangig, gerade in den Medien immer schon eine ganz lange Zeit, ja, wegen Russland und ihr habt es bestimmt mitbekommen. Jetzt sind aber andere Kriege, die nun mal auch stattfinden und wo genauso Menschen sterben, nicht so im Fokus der Medien. Also schreiben die Medien dir irgendwo vor, ja, worüber du traurig sein sollst, wessen du dich widmen sollst. Man sollte das mit Vorsicht genießen, Medien. Auch diese ganze Panikmache immer, ja. Im Winter werden wir Strom haben, Corona, werden wir alle dahin raffen und so. Diese ganze Panikmache, ja. Das Verrücktmachen der Menschen, da ging es ja wirklich vielen schlecht. Das haben die auch selber gesagt. Hey du, das ist mir alles ein bisschen too much hier. Mit diesem Coronavirus werden wir alle sterben. Ich habe von so vielen gehört, ja, die das auch im christlichen Sinne dann umgedeutet haben. So, da gab es Propheten, ja, die haben gesagt, man müsste die Türen schließen, da kommt der Virus, wird noch viel schlimmer, die Menschen werden einfach umfallen. Also voll viele sind in diese Panikschiene mit eingesprungen, haben Panik auch verbreitet und viele haben das auch ausgenutzt. Einfach, das ist ja auch ein Geschäft dahinter, die Medien, ja, die verdienen ja daran ihr Geld. Die verdienen damit ihr Geld. Und desto mehr sie es schaffen, dass wir uns diesen Themen widmen und diese Medien verfolgen, desto mehr ist natürlich auch der Umsatz da, ja. Also das ist einfach ein Geschäft, aber es hat nichts, es bringt uns nichts, wenn wir deswegen traurig sind, Lunex. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Es bringt nichts, ja. Und fröhlich sein, ich möchte es auf jeden Fall auch, dass ich möchte meinen Kindern auch ein Vorbild sein, ja, dass wenn, es muss nicht alles perfekt sein, man muss nicht alles haben und alles muss stimmen, ja, sondern gerade in dieser Unperfektheit, in dem mal nicht alles okay ist, die Welt mal nicht okay ist, dass man seinen Kindern Lächeln zeigt, dass man einfach zeigt, dass man auch fröhlich sein darf, ja, das finde ich wichtig und
das versuche ich bei meinen Kindern, ist natürlich auch alles ein Kampf, ne? Ich versuche meine Videos motivierend zu machen und das ist mir wichtig, das hilft mir selber, habe ich gemerkt, und ich habe gemerkt, das hilft anscheinend einigen von euch auch. Deswegen motivierend finde ich einfach besser seit einer längeren Zeit. Jetzt habe ich euch ja gesagt, ja, positiv glauben, ja, positiv auch über die Dinge denken und so an sich selbst glauben, all das, das ist positiv, ja, nichts Negatives suchen, davon hat man nichts. Und ja, das versuche ich, aber es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Es gibt natürlich auch Tage, da bin ich nicht fröhlich. Ja, da ist mir das zu viel alles. Da denke ich mir so, ja, schräge Gedanken, möchte ich nicht drüber reden. Habe ich auch. Oder die Selbstständigkeit. Natürlich, ich freue mich auf einer Seite. Es ist eine Chance, ich bin dankbar dafür. Aber ich habe natürlich auch Ängste, ja. Gestern habe ich so geguckt, ich gucke eigentlich jetzt täglich immer, was die anderen so herstellen, die Ähnliches machen. Und dann dachte ich mir so, Sebastian, wie viele gibt es, die das anbieten? Ja, wie können die alle so in dieser Menge so viele Firmen so viel Geld damit verdienen? Und dann kriege ich Angst, ja, kriege ich ein bisschen Angst. Aber dann sage ich mir wieder, sei fokussiert, ja, versuch auch einen Mehrwert anzubieten mit den Produkten, die du hast. Mach's einfach perfekt, ja, ein rundes Ergebnis auch für den Kunden und mit langer Ausdauer, dass es dann mir hoffentlich gelingt und auch dahinter sein, ja. Also, aber es ist trotzdem ein Kampf, ja, wo zwischen aufgeben und weitermachen. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Menschen so, ja. Die sind nicht einfach glücklich, sondern die kämpfen trotzdem, aber versuchen glücklich zu sein, ja, weil ich habe es auch schon mal gesagt, was ist denn die Alternative, unglücklich sein? Was hast du davon irgendwo? Ja, du bist ja der Schmied deines eigenen Glückes sozusagen. Du bestimmst, worüber du dir Gedanken machst, ob du den ganzen Tag an Kriege denkst oder ob du vielleicht mal in den Wald gehst und hörst, wie die Vögel zwitschern und dir was Positives reinziehst. Ja, du bist ja der Herr darüber, was du so konsumierst und alles Mögliche. Und da finde ich, vielleicht fällt es dir selber auf, ja, tut dir nicht gut, wenn du sagst, dir fällt es doppelt so schwer, fröhlich zu sein und die Depression auszublenden, dann lass sein. Es hat keinen Nutzen für dich. Ich kann das so sehr verstehen. Ich hatte ja die Zeit, wo ich auch geweint habe wegen diesen Kriegen, ja, wo, das hat mich richtig zerstört. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts und du kannst nichts dafür. Versuche lieber wirklich schöne Dinge zu sehen. Und darum ging es ja in dieser Woche. Damit möchte ich das Video abschließen, dass wir alle in dieser Woche kleine Dinge finden, woran wir uns erfreuen können. Momente, die für uns schön waren. Wenn wir vielleicht rausgehen, die Sonne scheint in unser Gesicht. Gerade schneit es bei mir. Freue ich mich nochmal, dass es schneit. Oder auch einfach, wenn man Essen tut, ja, wenn man isst, dass man ja, dankbar darüber ist. Das sind alles Momente, die nicht einfach selbstverständlich sind. Das ist was ganz Besonderes und dessen sich wieder auch bewusst sein, ja. Da gibt es genug, aber du kramst lieber gleich hier Negativbeispiele wirklich, wo ganz schlimm halt kriege, ja. Also, gibt es denn nicht eine Kleinigkeit, schreib es mir vielleicht mal am Freitag, nicht eine Kleinigkeit, Lunex, versuch's mal, die vielleicht schön war, gut war, ein schöner Moment, ja, irgendwas, versuch das mal zu suchen. Das würde ich dir wirklich empfehlen, das ist so hilfreich, Lunex, wenn man seine Gedanken halt auf positive Dinge konzentriert. Ich kann dir das nicht sagen, aber das kannst letztlich nur du mit beginnen, nicht? Wenn du lieber immer das Negative siehst, ich weiß, es ist ja auch viel negativ, heißt ja nicht, dass es diese Negativität nicht gibt, aber es heißt nur, man verändert seinen Blickwinkel, dass es einem besser geht, selig. Ich kann dir das nur empfehlen. Und was mir auch hilft in Bezug auf Kriege und dem Elend der Welt, ist einfach Jesus Christus. Ja? Auch in Bezug auf meine soziale Phobie durch die Bibel habe ich vieles gelesen, was mir sehr geholfen hat. Und auch, dass ich an Jesus glaube, an diese Person halt, der ist mir sehr wichtig geworden. Das gibt mir auch halt. Und dass es da vielleicht jemanden gibt, der eines Tages vor diesen Menschen stehen wird und sie fragen wird, warum hast du Kriege geführt, mein Freund? Jetzt bist du aber ganz schön am Arsch, ja? Daran glaube ich und auch, dass die Menschen, die sehr viel Elend erleiden, das hoffe ich mir von ganzem Herzen, dass da Jesus stehen wird und diese Menschen in den Arm nehmen wird und diese ganze Last, auch wenn man eine Krankheit hat, eine soziale Phobie, da Jesus steht, einfach in den Arm nimmt und alles abfällt, alles wird abfallen. Das ist natürlich ein Glaube und
Aber das sagte ich ja auch, es ist wichtig, woran man glaubt. Ja, man kann ja auch glauben, die ganze Welt ist vom Bösen besessen und die Politiker, die sind alle so Marionetten von dem bösen Wesen, dem bösen Drei. Kann man ja auch glauben, ist ja auch eher ein Glaube, ist ja nicht an irgendwie Wissen gebündelt oder Tatsachen, sondern da viel auf irgendwelchen wirren Angaben, ja, ist dann so ein Glaube auch aufgebaut. Aber letztendlich ist der Glaube dann. Der tut einem nicht gut, ja, weil man dann wie so eine Panikglocke überall rumläuft und sagt, guck mal hier, was die da machen, die sind alle böse. Ja, keine Ahnung. Also ich schließe jetzt das Video ab. Ich werde es weiter gravieren. Ich freue mich schon. Erstmal mache ich hier ein paar Grafiken und die Webseite nebenbei. Also ich bin voll motiviert und ich möchte diese Motivation an euch hier weitergeben. Meine Lieben, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt mutig und stark. Bis dahin, Sebastian. Adieu. Ciao.